U-A, Dupa, Diba. Das ist teilweise einfach erschreckend. Die Kamera lügt nicht, verdammte Scheiße. So ein kleines bisschen Selbsttherapie für uns beide, ne? Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge! Schön, dass du wieder da bist beim Swingtanzen-Podcast. Bei mir bist du schön, Swingtanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Ja, da ist wieder der Boris. Und da drüben sitzt der Phil. Ja, und da ich jetzt da sagen kann und wieder drauf zeigen kann, ich habe jetzt auch eine Kamera, das heißt Boris und ich sind immer noch im Social Distancing Mode, immer noch über Distancing, genau, über digitale Medien verbunden und wir können uns jetzt auch mittlerweile sehen, das ist ja das Schöne dabei. Ja, das ist mal wunderbar, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, und vielleicht wirst du uns auch irgendwann mal sehen, ja, wir planen ja, dass man vielleicht auch so ein paar Podcasts mal mit Video hochlädt, dass man auch mal sieht, was ja. Wir komische Sachen nebenbei machen. Wir hatten ja auch schon das mit Ali und Chris hochgeladen, wo ihr zumindest mich gesehen habt, nicht Phil. Ja, und Ali und Chris gesehen habt. Ja, natürlich. Aber wir sprechen jetzt gerade von uns. Aber Ali und Chris da natürlich. Da habe ich es noch nicht geschafft, meine Kamera mit Windows 10 zu verbinden, aber jetzt ist alles gar kein Problem. Immer diese Software, Windows 10. Ja, es ist traurig, ne? Also es ist nicht traurig, aber traurig klingt so blöd, als wenn ich das dem nachtraue. Aber jetzt können wir langsam damit richtig gut umgehen und bald sind die Maßnahmen wieder alle gelockert, dass wir uns wieder so sehen können. Ja, gut. Aber es ist jetzt auch wieder schön, ne? Also jetzt, wo es fast fehlerfrei läuft. Jetzt, wo wir so viel gelernt haben über Social oder über Internet-Gedöns. Ja, voll. Brauchen wir es bald nicht mehr. Ist doch schön. Ja, du mit deinem Wednesday Dance Day, mit deinen Online-Shim-Sham-Variationen. Ja. Wir haben von unserer Tanzstuhle, dem Step-by-Step Hannover, Unterricht über Big Blue Button haben wir genutzt, ne? Genau, Big Blue Button, so ein Streaming-Dienst, keine Ahnung, Einheit unterrichtet. Also wir haben viel dazugelernt. Also ja, ich habe viel dazugelernt. Auf jeden Fall. Ja, voll. Und meine Lindy-Hop-Tour, nee, wie heißt das? Lindy-Hop-Tour. Und ja, gestern beim Wednesday's Dance Day habe ich dann auch, wir nehmen jetzt heute Donnerstag auf, also beim Wednesday's Dance Day hatte ich jetzt gestern nochmal den Frankie's Favorites unterrichtet, weil er immer noch der Frankie Month ist. Und ja, also auf jeden Fall, ich plane das weiterhin zu machen, nur werde ich das irgendwie nochmal überdenken, wann ich das denn aufnehme, weil um 17 Uhr muss ich dann auch schon wieder los zum Unterricht. Deswegen, ja, jetzt langsam werden die Termine wieder normaler, ne? Ja, aber ich denke mal, das wird noch bis nach den Sommerferien auf jeden Fall noch weiterhin laufen, weil das nicht in der Tanzschule ist, der Unterricht Mittwoch, sondern woanders. Und deswegen werde ich das wohl noch erstmal eine Weile weitermachen können. Das freut mich. Ja, das freut wahrscheinlich auch sehr viele. Das hoffe ich. Ja, schaut mal rein und lasst ein Like da oder einen Kommentar, wenn es euch gefällt oder wenn es euch auch nicht gefällt. Ja. Und wie immer möchte ich das gerne hier anmerken, oder du natürlich auch, Boris, wir hoffen, dass sowas natürlich auch, wenn die Maßnahmen jetzt immer weiter gelockert werden und so eine Art neue Normalität entsteht, dass halt einige Sachen, die so entstanden sind, beibehalten werden. So, es ist so coole Sachen sind entstanden, so das schöne stimmt. Sachen sind entstanden und ja. Wir hoffen, dass sich da die insbesondere auch die Swing-Tanz-Welt so ein bisschen ergänzt und sich so ein bisschen neu erfindet und was Neues dazu packt. Und ja, wunderschön, ey. Ich hab Bock. Und dazu gibt es auch Blogbeiträge und ganz viele Interviews mittlerweile, die sich genau um diese Themen kümmern oder darum drehen. Ja. Genau, das war das Wort. Weil ja natürlich ganz, ganz viele betroffen sind und sich überlegen, wie geht's weiter, was passiert als nächstes, wie wird sich das Ganze mit dem Tanzen in der Zukunft entwickeln. Und da sind natürlich ganz viele betroffen, natürlich nicht nur die Tänzer, sondern auch die Bands und DJs und sonst was alles. Und da, ja, und die ganzen Veranstalter von ganz großen oder auch kleineren Veranstaltungen. Und die sind natürlich jetzt alle so ein bisschen auf Pause gestellt und fragen sich, wie geht's jetzt weiter? Wann wird wieder Play gedrückt und dann mit Fast Forward richtig Power gegeben? Und da ist die Frage, wie es dann so zukünftig diese ganzen Events jetzt aussehen werden. Ja, und eine Sache, die ganz toll war, die ich einfach genial fand, war dieser Frankie Manning Shimsham Relay. Wir wissen immer noch nicht, wie wird es ausgesprochen? Ja, Relay passt schon. Relay, Shimsham Relay for Frankie Mannings Birthday ist ja so einmal um die Welt gegangen. Wir haben auch mitgemacht. Yes. Und ich fand das super. Man hat so viel gesehen, es werden jetzt nach und nach so ein paar Videos gepostet, auch von der Frankie Manning Foundation. Und es hat so ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt. Man hat zusammen einfach mal getanzt.
Ich finde es geil. Und da, ja. ich bin der Meinung, das ist etwas, was ich auf jeden Fall tragen sollte, dass man so kleine Events macht, wo man wohl schnell und unkompliziert regionsübergreifend so kleine Tänze zu machen kann. Das bietet sich ja, Choreografien bieten sich an, oder dass man selber was entwickelt und so. Ein Beispiel, was ich zum Beispiel gefunden habe, war super schön, das verlinken wir auch in den Shownotes. Das heißt Naughty Quarantine Dance. Da haben sich eine kleine Tanzgruppe aus 6 Personen, haben so eine kleine Mini-Choreo gemacht und die zusammen, jeder für sich, bei sich zu Hause irgendwie aufgenommen und dann zusammengeschnitten und dann ins Netz gestellt. Und das sind solche Sachen, gerade so für Solo-Jazz oder auch vielleicht 2 Tanzpaare, die sich da gemeinsam etwas machen. Super. Auch, wer waren das? War das Felix und Else oder so? Die haben das, glaube ich, auch gemacht. Ja, das kann ich weiß sein. Nicht ganz genau. Also, Hammer! So ja. Einfach komplett Region, kontinentsübergreifend ja. Mal eben so eine Choreo zusammengestellt. Das wenn sich geil. Sowas hält, ich glaube, das ist eine mega geile ja, Ergänzung. Also ich denke, es würde sich theoretisch halten, falls alle auch weiterhin so ein bisschen Zeit haben, das zu machen. Weil ja, es genau, ist halt so, ja, dass klar. Die Traveling Teachers halt ganz viel getravelt sind vor März noch und demnach hatten sie gar keine Zeit für sowas, für solche coolen Projekte. Nur, ja, wenn wir mal schauen, wie es jetzt in Zukunft sein wird. Ich denke mal, wenn es so langsam anläuft, werden die noch ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Aber irgendwann ist die Frage, ob es zur Normalität, in Anführungsstrichen, wie es vorher lief, zurückgehen wird oder ob es da jetzt andere Formate geben wird. Und ja, wir sind gespannt. Ja, und die Frage ist halt auch, ob man sich die Zeit dafür dann auch nimmt. Ob man jetzt gemerkt hat, ja. Das gefällt einem so gut, ne? Das ist halt ja, man kennt das ja selber so, wenn man im Alltagstrott so ein bisschen gefangen ist, dann hat man wenig Zeit für Innovation oder was Neues mal rauszubrechen und vielleicht nehmen sich jetzt mehrere Leute dafür Zeit, weil das genau ihr Ding ist und so. Hm. Und ich wäre froh darüber. Ja. So, ja. Es wär schön, wenn es da so, wenn es sich hält. Ne? Das wäre auf jeden Fall cool, ja. Und ich habe jetzt, also hier Rhythm Juice zum Beispiel, die geben auch jetzt so eine Idee mit der Choreo vor. Die heißt Think About Me, das ist eine 20s Charleston Routine, relativ schnell. Aber Solo-Jazz und ziemlich cool. Und ja, soll man irgendwie die Choreo einlernen, die kann man dann auch, ich glaube, for free derzeit auf Rhythm Juice einlernen und dann bis Mitte Juli ja, komplett drauf haben und dann sein Video einschicken und dann wird es auch so zusammen collagemäßig zusammengetackert und dann gibt es ein richtig geiles, großes ja, Think About Me Choreo, die wird ziemlich geil. Also ich habe vor, an der Challenge teilzunehmen. Mal gucken, ob ich es zeitlich schaffe. Das ist halt ja. Auch eine richtig krasse Choreo. Also es ist richtig krass. Also sie ist halt schnell und sehr fordernd. Sehr für die Ausdauer fordernd, genau. Und ja, interessant auf jeden Fall. Interessantes Projekt. Aber wenn ich ja. So irgendwo lese Challenge, dann bin ich meistens dabei. Dann ich weiß auch nicht dabei. Warum. Sehr schön. Ja, und beim letzten Podcast haben wir es angesprochen, es gab den Hop for the WHO, den 24-Stunden-DJ-Marathon und die Swingtacular-Show. Yes, die war geil. War Hammer. Die Swingtacular-Show, packen wir auch in die Shownotes, den Link gibt es jetzt auf YouTube zum Nachgucken, wenn ich live cool. Dabei sein konnte. Also, das war der Hammer. Ja, das also, war richtig geil. Und als Highlight am Ende war dann halt Nils und Bianca, ne? Ja, wir haben schon so oft von denen gesprochen. Ja. Ja, aber es war wirklich krass. Also ich dachte ja, eigentlich, das wäre einfach so ein Live-Call und alle sind irgendwie dazugeschaltet, aber es war wirklich wie so eine ja durchdesignte Fernsehshow, ja, sage ich jetzt mal, mit verschiedenen Abschnitten, Einheiten. Hier mal ein Talk, da mal ein Interview, ja, genau. Da mal ein Tanzvideo, da mal eine Band. Kann man sich angucken, 2 Stunden lang oder ein bisschen länger. Kann man sich gerne mal abends angucken. Ach, richtig gut, ja. Und auch richtig ein schöner, also ein bisschen History-Talks dabei. Ja, genau. Und Interviews und richtig gut gemacht. Und also mich hat es halt ein bisschen gewundert, wie die es wirklich gemacht haben, ehrlich gesagt. Also natürlich waren einige Choreos halt vorprogrammiert ja. Oder vorchoreografiert und dann aufgenommen. Aber diese Interviews und der Moderator, der war halt irgendwie schon live, weil der hat ja über die Live-Donations gesprochen, also die Spenden. Ja, ja, ja. Und da hat er ja über den aktuellen Spendentopf gesprochen und das muss ja irgendwie live gewesen sein. Und da müssen ja die Interviews auch... Es war wie so eine Live-Schalte im Fernsehen, ne? Ja, nur... Mit Einspielern. Die sozusagen. Frage ist halt, ich meine, wir haben ja auch davor die Woche haben wir ja Uptown Rhythm geschaut und da war es eben eine mega Latenz, ja, also ein Buffer. Ja, das stimmt. Der über manchmal 10, 20 Sekunden lief. Aber da war es eben zack, rüber, so Antwort, fertig. So ja. Wie ein normales Gespräch. Das war schon krass. Ja, geil. Ja, also guckt sie euch an. Also wir können das halt auf jeden Fall empfehlen. Ja, auf jeden Fall.
Dann habe ich noch was ganz Interessantes gefunden, nämlich auf iLindy.com. So ist das quasi die Seite von Kevin und Joe, ne? Ja, genau. Also, Kevin Saint Laurent und Joe Hofberg. Heißt er Saint Laurent überhaupt? Wird das so französisch ausgesprochen? Ja, manche sprechen es anders aus, aber ich sage auch immer. St. Laurent. Ich glaube, die Amis, die sagen, ich glaube, St. Laurent. So richtig zusammengeschrieben. St. Laurent? Ja, sowas. Ja, wir bemühen uns ja immer weiter, die Nachnamen auch zu nennen. Die haben ja häufig auch so Blog Meinungsbeiträge und Beitrag, der jetzt, ich glaube, gestern, ja, 27. Ja, gestern hochgeladen wurde, war über die Future of Health and Safety for Lindy Hop. Und da wird so ein bisschen diskutiert, also diskutiert gar nicht, da wird halt gesagt, so welche Challenges es gibt. Zum Beispiel einfach Hygiene-Challenges bei Kursen oder bei Tanzen. Wie ist das mit Händewaschen? Wie ist das mit Masken tragen oder nicht? Wie ist das mit der Hygiene? Wie ist das mit Social Distancing? Wie ist das mit diesem Tracing-Vorgaben? Das heißt, falls mal ein Vorfall ist, wie können wir das zurückverfolgen? Und sowas. Und da gibt es so ein paar ganz nette Ideen und Anreize, die man machen kann. Und auch ein Post von jemandem, der in Korea ist das, glaube ich, ne? Ja, in Korea, in Seoul, unterrichtet, die ja absoluten Lockdown haben, wie das da jetzt ist. Mhm. Und da wird halt auch nochmal ein Aspekt genannt, der meinte, die haben ja jetzt sozusagen wenig Infektionen wieder und da lockert sich das alles mittlerweile. Und es gibt auch schon die ersten Lindy Hop Venues, also Social Tanzveranstaltungen. Mhm. Und der sagt halt, da die Veranstalter, da kommen nur noch ein Drittel der Personen, die vorher da waren. Einfach, weil die Leute vielleicht Angst haben oder selber noch krank sind oder vielleicht jetzt auch was anderes haben. Und das ist mir jetzt noch gar nicht so bewusst geworden, dass das ja auch ein Problem für Veranstalter sein kann. Ja. Also ich gehe da stark von aus, dass es so sein wird auch, dass halt eben die Leute eben erstmal Vorsicht haben, also aus Vorsichtsgründen nicht kommen zur Party oder halt auch sagen, okay, ich komme halt ohne Partner, deswegen gehe ich jetzt gar nicht hin. Und ich habe mich jetzt nicht irgendwie committed mit einem, dass ich mit dem einen zusammentanze. Ja, genau. Und wenn der dann vielleicht doch mal, wenn ich mit jemand anderem tanzt noch, dann ist ja doch die Gefahr wieder höher und so. Und ja, ist doof. Ja, und da wird auch gesagt, zum Beispiel, wenn du sagst, mit einem Partner tauscht, es wird dann geraten, nach jedem Tanz die Hände zu waschen. Mhm. Und wie wirkt sich das auch so auf den Flow einer Veranstaltung? Ja. Oder aus Seoul haben die dann auch gesagt, dass halt bei solchen Swing-Veranstaltungen hauptsächlich mit Tempo bis langsame Songs gespielt werden und wenig diese sehr körpersaftintensiven, sage ich jetzt mal, echt? Songs, okay, die schnell gespielt werden, hatten sie auch gesagt. Interessant. Ja, also, weil ich meine, Balboa ist ja schon entspannt, wenn man es gut kann und es ist ja zu schnell in Songs. Und ja, klar. Also wenn natürlich Balboa tanzt, dann du musst mir auch nachdenken. Ja. Oder Shake, ja, und da, gut, Shake ist natürlich ein bisschen schweißtreibender vielleicht. Ja, ja, und das sind so Herausforderungen, wo man sich vielleicht auch in seiner eigenen Community, seiner eigenen Region mal mit quasi den Szeneliedern, das klingt ja immer so komisch, ne? Aber wir wissen alle, es gibt halt einfach tragende Persönlichkeiten in jeder Szene, die Veranstaltungen machen und so, dass man da sich mal so ein bisschen austauscht, was man da machen kann, was man machen will, worauf man achten kann. Ne? Und gerade wir hatten gestern auch die Diskussion bei uns in der Tanzschule, wie ist das mit den Leuten, die sich nicht mit einem festen Partner angemeldet haben? Ne? Ja. Also es muss ja nicht der Lebenspartner sein, aber kein fester Tanzpartner. Und was macht man mit den Leuten? Also es sind neue Herausforderungen und was die sagen, ist halt der Blogpost heißt ja The Future of Health. Mhm. Die sagen halt auch, ob das jetzt die neue Normalität wird und ob man sich daran gewöhnen müsste. Mhm. Und natürlich kann das ja auch was Positives sein. Ne? Also wir haben ja schon mal irgendwann mal angesprochen, es gibt ja schon seit Jahren diese Hereng-Flu. Ja, ne? Wenn man in Hereng ist, dass sich da alle irgendwie anstecken an irgendeiner Grippe oder so ein Grippe-Infekt oder was weiß ich, was es ist. Ja. Ne? Und es kann ja auch was Gutes sein, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf Hygiene achtet. Ne? Ja, definitiv. Also es wird halt so ein Mittelmaß geben. Also es wird auf jeden Fall die Hygieneanforderungen werden mit Sicherheit erhöht und das wird auch bleiben, höchstwahrscheinlich. Nur dann ist halt die große Angst ist, glaube ich, auch gerade von Leuten, die halt den Spirit von Lindy Hop halt verbreiten möchten und nicht nur irgendwie coole Steps, sondern die wollen ja den Spirit verbreiten. Und es geht ja halt um das Socializen und das Social Dancing und eben nicht hier Choreos, hier bla bla bla, sondern wir wollen halt Partner tauschen. Wir wollen
diesen Austausch von Personen. Wir wollen Gespräche, wir wollen uns anfassen, ja, auf gut Deutsch, ja. Aber es ist, also das ist das, was Lindy Hop ausmacht, ja, dass eben der Partnertausch da ist. Und wir wollen ja keinen Standardtanz haben, wo man sich mit seinem Ehepartner anmeldet und dann tanzt man halt mal eine Runde und dann geht man wieder nach Hause. Das ist natürlich für die Standardtänzer jetzt natürlich einfacher, das umzusetzen, als jetzt für Tänze, wo man den Partner tauscht. Und das ist, glaube ich, dann echt hart für diesen, ja, historischen oder auch kulturellen Aspekt des Lindy Hops. Ja, Das ist eine gerade, Herausforderung. weil das für uns ja so wichtig ist, ne? Ja. Also es ist ja nichts dagegen, wenn man sagt, ich möchte mit meinem Lebenspartner da einmal die Woche in die Tanzschule gehen oder Nee, zum nee, klar. Tanzkurs gehen und da das verbringen. Aber wenn man wirklich dieses, was du gesagt hast, ne, die Kultur und das Herz vom Swing-Tanz und Lindy Hop so aus Ja. den 20er, Oder 30er, von Jazz 40er Jahren, generell, ja. ja, mitteilen möchte, da gehört halt der Austausch dazu. Und ja, da wird einem so ein bisschen was genommen, was den Tanz halt wirklich, wirklich ausmacht, ne? Richtig, ja. Ja. Eine Sache, was du auch schon gesagt hast, bei der Challenge an Mitmachen von Rhythm Juice da, Ja. hast du auch gesagt, dass das ausdauernd fordernd ist, ne? Also, ich sag's ganz ehrlich, ne? Ich habe die letzten 2 Monate nicht so intensiv getanzt, wie sonst, ne? Ja, Und ja. da muss man sich erstmal wieder den inneren Schweinehund, überwinden. Ja, und ich glaube auch, dass da, also dass auch einiges an, ja, an Bewegungsmustern, die man sehr gewohnt war, einfach nicht mehr da sind, sondern dass man einfach auch in die Lernkurve, oder nicht die Lernkurve, aber die Entwicklungskurve ist jetzt nach unten gegangen. Für die Leute, die eben Insbesondere bei nicht Sachen, geübt wo haben oder der, getanzt haben. genau, insbesondere bei Sachen, wo, wie heißt das, Muscle Memory, ne? Ja. Wo halt das Muscle Memory noch nicht ausgebildet ist, ne? Wo man sich Ja. noch sehr konzentrieren musste. Und es ist wie eine Fremdsprache, ne? Wenn man die lernt und nicht Genau. spricht 2, 3 Monate, dann kommt man sich auch wieder vor, wieso ich kann sagen, wie ich heiße. Yes, you are right, I think. Oh yes, oh yes. Ja, das Ja, ist ganz dann. genauso. Und deswegen haben wir auch heute nochmal das Thema aufgenommen, dass ja, wir euch auch nochmal ein bisschen ermutigen möchten und auch irgendwas an die Hand geben möchten, wie ihr auch zu Hause alleine gegebenenfalls auch üben könnt. Und demnach ist unser, ja, unser Thema heute zu Hause üben. Und deswegen ein High Five, Change Topic. Yeah. Und warum das Ganze so wichtig ist, ne? Wir haben das jetzt natürlich aufgezogen, da in dieser Zeit ist es häufiger, dass man zu Hause lernt, aber eigentlich ist das auch so eine kleine Anleitung, wie gestaltet man eine sinnvolle Übungseinheit für sich Ja, selbst, ja. ne? Also es Also ist es geht natürlich nicht nur auch darum, anwendbar woanders, ne, ja, genau. wenn man wieder rauskommt und sich irgendeinen Tanzpartner sucht, mit dem man üben möchte, macht das definitiv genauso Sinn. Oder halt auch, wenn du einen Tanzpartner zu Hause hast, noch besser, dann könnt ihr das gemeinsam üben. Dann ist natürlich noch ein bisschen mehr diese ja, Disziplin von beiden gefragt. Aber hier, wenn wir es nur für dich alleine betrachten, dann ist natürlich nur die Disziplin für dich alleine einzuhalten. Das ist schon mal ein bisschen einfacher. Genau, und auch wenn du sagst, ja, Swing-Tanzen, da übe ich nicht, das kann man genauso gut anwenden auf, was weiß ich, für die Uni lernen, für die Schule lernen, für Fitnesstraining oder Ja, ähnliches. alles, Also alles, wo man sich irgendwie, ich sage mal, selbst aufraffen muss, um es zu tun. Ja, und Boris und ich, wir haben das so in 2, 3 Kategorien eingeteilt und eine Kategorie, die für mich persönlich am allerwichtigsten ist, ist gar nicht das Training an sich und was da passiert, sondern die erste Kategorie, die Vorbereitung. Ja. Bei mir ist es nämlich so, ich sage mir super häufig spontan, Ja. heute werde ich mal trainieren, ob das jetzt Fitness ist oder Tanzen ist, ja? Und dann passiert Folgendes. Ich komme vielleicht eine halbe Stunde später nach Hause oder ich esse noch oder keine Ahnung, unser Hund muss raus oder ich habe da, wo ich trainieren wollte, muss ich erst noch saugen oder muss noch was Wäsche aufhängen, weil die Wäsche da Ja, noch rumsteht. genau. Und deswegen wirklich für mich der Schlüssel zum Erfolg einer sinnvollen Übungs-Lern- oder was weiß ich Einheit ist eine gute Vorbereitung. So ist es. Was passt denn oder was fällt denn für dich so in den Raum Vorbereitung alles so rein? Ja, am wichtigsten für mich, ne, es ist ja so die Vorbereitung, ist, dass ich eine wirklich feste Zeit einplane, die ich auch ehrlich nehme. Dass ich sage Ja. nicht,
diese Woche möchte ich dreimal trainieren und dann passiert sowieso nicht, sondern ich sage, Dienstag habe ich Zeit, Dienstag von 16 bis 17 Uhr trainiere ich. Ja. Und trage mir das auch ein in meinen Terminplaner oder was ist ja an den Wandplaner. Und ich nehme das dann auch ernst. Und dann sage ich auch nicht so, wenn du, was ist, ich sagst, hier wollen wir 16.30 Uhr nicht essen gehen, dann sage ich nein, ab 17 Uhr habe ich Zeit. Und vielleicht noch eine Viertelstunde später, ich muss noch duschen. Ja. Aber ich nehme das dann auch ernst. Also wichtig für mich ist eine feste Zeit einplanen und, was dazu gehört, vielleicht auch schon, wenn man kann, auch einen Ort festlegen. Das ist sehr sinnvoll. Ja. Und mit Ort meinen wir jetzt nicht zwangsweise zu Hause oder sowas Ominöses wie in der Tanzschule, sondern ich möchte trainieren zu Hause, in meinem Wohnzimmer, ich brauche 3 Meter Platz. Und dann sollte man, bevor man trainiert, dafür sorgen, dass das auch dazu gehört. Mein Klavierlehrer, also ich habe ja Klavier studiert, eben das Studium hat immer gesagt, dass Noten hinlegen, Noten weglegen und das Klavier aufmachen gehört nicht zur Übungszeit. Ja, geil, ganz genau so ist es. Und deswegen ist es auch so, am besten ist es, wenn du die Zeit, wie gesagt, planst und auch einhältst und den Ort auch wirklich schon vorbereitest, bevor du sozusagen aus dem Haus gehst, wenn du jetzt aus dem Haus gehen solltest. Ja, tun wir im Moment nicht wirklich, aber falls du aus dem Haus gehst, dass da wirklich dein Platz zum Tanzen zu Hause oder in der Garage oder wo auch immer du tanzt, halt schon freigeräumt ist und am besten schon die Schuhe auf dem, irgendwie da sitzt, da stehen, wo du sie anziehen möchtest und die Musik auch so schon verkabelt ist oder aufgebaut ist, die Boxen oder was auch immer du nutzt, so dass du sofort loslegen kannst. Ja, und das ist so wichtig, das spart dir so viel Zeit und gibt dir so viel mehr Zeit zum Üben und auch zum Weiterentwickeln. Und deswegen ist es halt, ja, umso wichtiger, dass du den Ort kennst, wo du hin willst und nicht dann erst starten möchtest und sagst, ja, eigentlich wollte ich jetzt hier, da guckst du jetzt gerade Fernsehen, dann gehe ich jetzt mal hier rüber. Ach nee, da geht's auch nicht, da ist kein Platz. Da steht unter Wäscheständer, den Phil gerade aufgebaut hat dann, und all so Sachen. Genau. Und dann, nee, mach's vorher klar und sag hier, ab 16 Uhr bin ich dort und tanze. Wenn du jetzt einen Partner zu Hause hast, dann sag hier, das ist jetzt mein Platz. Ich habe den reserviert sozusagen, 16 Uhr, da steht's auf dem Plan an der Wand. Oder wenn du zu Hause bist, einfach, ja, dann hast du alles vorbereitet und dann ready to go. Ja, denn alles, was man noch kurz vor der Übungseinheit macht, nervt halt einfach. Und man geht so mit so einem falschen Mindset rein. Ja. So, ne? Auch wenn man dann vorher alles erst alles aufräumt, um dann zu trainieren, natürlich hat man dann geschafft aufzuräumen. Ja, toll. Aber das war dann ja nicht das Ziel. Das war nicht das Ziel. Das befriedigt einen nicht, nee. Ja, deswegen, man sagt halt auch ganz häufig, früher habe ich relativ viel Fitness gemacht und bin relativ regelmäßig gelaufen. Und die sagt immer, wenn du morgens laufen willst, leg deine Schuhe schon raus, leg die Klamotten am Abend vorher schon raus, die du anziehen möchtest. Und dass du mit morgens nicht noch suchst und die Schuhe suchst und dann abgelenkt wirst. Und das ist fürs Training immer so. Und vor allem, was du gesagt hast mit Musik, ne, das darf man nicht unterschätzen. Da sagt man, ja, ich trainiere mit Handy. Ist das laut genug? Hat man das vorher getestet? Oder, hast du richtige Songs da? Ja, oder ist mein Laptop überhaupt mit der Anlage verbunden? Oder habe ich überhaupt eine Anlage? Oder habe ich die Songs überhaupt? Oder ist der Akku noch ausreichend voll? Oh ja, Akku. Ja. Das passiert häufiger mal leider. Ja, eben. Und all sowas, ja. Aber auch andere Sachen wie eine Flasche Wasser hinstellen und ein Handtuch bereitlegen. Und wenn du dich jetzt auch irgendwie, wenn du eine Choreo übst oder wenn du auch dich selber kontrollieren möchtest und nochmal von außen sozusagen jemanden betrachten haben möchtest, zum Beispiel eine Kamera aufstellen oder einen Spiegel bereit haben, wo du dann noch was hast. Und halt, wenn du von Recaps arbeiten, also was lernen möchtest oder von einem Online-Kurs, dass der Computer auch dasteht und bereit ist und du auch schon vielleicht schon dich vorher schon auf die Seite eingeloggt hast, dass du wirklich loslegen kannst zu der Uhrzeit, die du dir vorgenommen hast. Ja. Das und bringt eine Menge, Menge Schub und wenig Frustration. Ja, auf jeden Fall wenig Frustration. Und das Schöne ist, wenn man das häufiger gemacht hat, dann kommt man in so eine Art Routine. Ja. Dann gehört quasi die Vorbereitung vielleicht am Tag vorher oder am Vormittag schon fest dazu. Und dann, es ist einfach so, dann ist man auch ehrlicher zu sich selbst und zieht das auch eher durch. Ja, und mit der festen Zeitplanung meinen wir jetzt nicht nur jetzt morgen schon mal vorplanen, sondern wir meinen es halt für eine ganze Woche. Dass du sagst, okay, diese Woche möchte ich jetzt zum Beispiel dreimal trainieren. Dann sagst du dir, okay, das ist jetzt Montag, Mittwoch,
Samstag oder so. Und dann trägst du dir das fest ein. Und das ist dann wirklich ein fixer Termin, so wie Zahnarzttermin oder sowas. Da sagst du ja auch nicht, ja, nö, ich muss jetzt mal meine Zähne putzen und habe jetzt meine Zahnbürste nicht gefunden und ach, die Pastatube war leer und bla bla bla. Sondern nein, du hast einen Termin, da gehst du hin, fertig. Genau. Ob du Zähne Also putzt hast oder nicht, es gibt sozusagen. quasi, sagen wir mal, wenn man wöchentlich zu Ah. einem Tanzkurs geht, geht man ja auch dahin, wann sein Tanzkurs ist. Und so sollte man, wenn man das wirklich ernsthaft durchziehen möchte, dann auch mit seinem Training machen. Dass man Ja. sagt, da ist jetzt meine Zeit zum Trainieren. Das ist Zeit für mich, die möchte ich investieren. Und da fühlt man sich danach auch wirklich gut. Man ist richtig stolz, dass man es durchgezogen hat. Man ist stolz, dass man das eingehalten hat. Und natürlich, ne, Endorphinausschüttung und so braucht man nicht drüber reden. Aber es ist wirklich viel schöner, weil zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte eine Stunde trainieren, muss erst aufräumen und dann räumt man eine halbe Stunde auf und trainiert in Anführungsstrichen nur eine halbe Stunde, obwohl man eine Stunde trainieren wollte, ist man wieder sauer auf sich. So, Ja, genau, richtig. unzufrieden oder Selbst sonst dann ist irgendwas. da die Frage, dann fragt man sich ja oft schon, naja, lohnt sich's jetzt noch anzufangen, ne? Ja. Und dann, naja, mache ich es halt morgen. Und dann hast du Ja. immer wieder diese Prokrastination, dass du es halt immer auf irgendwann anders verschiebst. Und dieser Zeitpunkt kommt halt nie. Ja. Das ist wirklich, wirklich, wirklich so. Und was meiner Meinung nach so vom Mindset so ein kleines Problem darstellt, bei mir oder bei vielen, die ich beobachtet habe, wenn man selber für sich übt, kostet es ja erstmal kein Geld und man ist auf keinen anderen angewiesen und kein anderer kann sich so, man muss nicht auf wen anders achten. Das heißt, man belügt sich viel zu häufig selbst dabei, weil man ja in Anführungsstrichen nichts investiert. Ne? Ja. Also ich habe immer so, das klingt jetzt ein bisschen sehr negativ, aber das so runtergebrochen ist es schon so, für viele von uns hat es keinen Wert, wenn es nichts kostet. Ja. So, das heißt, wenn man jetzt einen Personal Trainer hat, ne, da geht man dahin, weil man hat eine Einheit, man bezahlt den, es sind zwei Personen, wir treffen uns. Aber wenn man dasselbe ist ja, wenn ich dienstags von 16 bis 17 Uhr trainiere, ist es ja quasi genau dasselbe. Ja. Und es ist ja eigentlich viel wertvoller, weil man macht es selber, man beschäftigt sich mit sich selber. Aber das ist wirklich schwer. Also auch ich habe da häufig Probleme mit. Es gibt so Phasen, wo man dann viel zu tun hat und wo man dann sagt, Ja, ich ja. hätte jetzt Zeit, aber ja gut, dann setze ich mich doch lieber auf die Couch oder so, Ja, ne? ja, ja. Oder ich muss halt das und das und das noch alles erledigen, Ja, genau. dann ist es halt nicht. Aber das führt halt sozusagen auch zu einer, naja, zum Burnout im Endeffekt sozusagen, also zu einer Überbelastung, Ja, wenn du dich genau. halt die ganze Zeit nur mit dem Scheiß halt beschäftigst und nicht mal rauskommst. Das ist einmal auch eine schöne Sache, mal rauszukommen, mal wegzukommen von der Arbeit oder von den täglichen Problemen, die man so zu Hause hat. Und es ist halt auch eine Sache, auf die du dich vollkommen fokussierst. Und dann kannst du eben mal ausschalten und man nicht mehr an die ganzen anderen Sachen denken, weil du halt gerade im Moment dich zum Beispiel mit Drehtechniken drauf konzentrierst und dann, wenn du dich da nicht drauf fokussierst, dann fällst du halt die ganze Zeit um und dann bringt es halt auch nichts, ne? Was wollte ich noch sagen? Auf jeden Fall der Weiß nicht. Fokus. Also, was ich, es gibt ja auf YouTube, kann man so ja zig Motivationsvideos sehen oder was macht einen erfolgreichen Ja. Leichtathleten aus oder einen erfolgreichen Sportler. Und runtergebrochen ist es eigentlich so, alle sagen immer, wenn du dich auf etwas komplett fokussieren kannst, ist es halt besser, als wenn du es so nebenbei machst. So, und das ist halt das, was auch beim Training ist. Sobald du ganz viel Zeit hast, dich auf dich zu fokussieren und das, was du machen möchtest, ist es effektiv, ja, und man hat Spaß dabei. Man muss natürlich auch selber finden, was für ein Trainingstyp man ist, Ja, ne? richtig. Aber das findet man dann auch irgendwann raus und das geht so. Das sollte man auch schon von der Schule oder so wissen, denke ich. Ja, ich denke auch. Und wenn du noch, genau, was ich noch sagen wollte, wo du sagtest, dass du ja, wenn du einen Personal Trainer hast, dass du dann halt eine andere Person hast, zu der du dich ja verpflichtet hast, wo du einen Termin gemacht hast, kannst du ja auch, also du hast ja einen Termin mit dir selber gemacht. Und du kannst es ja auch vielleicht im Englischen so sehen, dass du eben sagst, naja, eigentlich bin es nicht nur ich, es ist me, myself and I. Ja? Ja, Also es sind richtig, ja. eigentlich drei Personen. Also sei verdammt nochmal da und halte den Termin ein, weil du enttäuschst entweder me oder myself oder Ja. I, sozusagen, ja. Ja, und da kommt das hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal angesprochen, so dass man, das finde ich, ist dann ein sehr gesunder Egoismus.
dass man dann sagt, okay, das ist meine Zeit, Ja. darauf habe ich jetzt Bock, ich beschäftige mich damit, das habe ich geschafft und dann kann man halt auch super stolz sein. Und Ja. das ist halt wirklich so mit dem Egoismus. Also Egoismus ist ja sehr negativ geprägt in der heutigen Gesellschaft irgendwie. Aber ein zweiter Aspekt, der sozusagen bei der Durchführung auch wichtig und so ein bisschen von der Vorbereitung auch ist, wir haben den ganzen so Ablenkung eliminieren. Oder das heißt, ich mache mein Handy aus. Oder ich sage meinem Partner oder meiner Familie oder den Leuten, hier, pass auf, das ist meine Zeit, da habe ich jetzt keine Zeit für dich. Da musst du dich mit, was weiß ich, du kümmerst dich um die Kinder. Oder ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich brauche das Wohnzimmer, du gehst bitte woanders hin. Oder auch, wenn man Tiere hat, ne? Wenn man dann sagt, vorher mit dem Hund Gassi gehen oder sich vorher mit der Katze beschäftigen. Oder das gehört alles dazu, dass man so egoistisch sein kann und sagen, diese Übungszeit, das ist jetzt meine Zeit, ich arbeite an mir und das ist ja jetzt egal, ob man dann Swingtanzen macht oder Sport macht oder Oder Sprache Lernen, lernt oder Beobachten, sonst Planen, was irgendwas. weiß ich was. Ja, richtig. Wichtig ist, das ist meine Zeit und ich versuche, mich nicht abzulenken. Und da sollten wir sehr ehrlich zu uns sein, dieser Ablenkungsfaktor durch die Medien, durch Smartphone, durch Netflix, durch Internet, durch alles ist so groß, das muss man wirklich lernen und wirklich ehrlich zu sich sein, sich nicht abzulenken. Also da gibt es eine ganz gute Einstellung auf Mobilgeräten, die nennt sich Flugmodus. Die ist sehr, sehr gut für solche Sachen. Dass erstens mal keine Telefonanrufe oder SMS durchkommen, aber eben auch nicht diese ganzen Pings. Also ich habe die sowieso alle ausgestellt, diese ganzen Diese Benachrichtigung, ne? Ja, Benachrichtigungen ja. auf meinen Mobilgeräten. Aber falls du sie noch anhaben solltest, jedes Mal, wenn eine blöde Nachricht kommt, die muss nicht jetzt sofort gelesen werden. Und natürlich ist die Sache, wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs machst, dann bist du natürlich online mit deinem Rechner. Aber versuche alles andere auszuschalten und nicht irgendwie noch 10 Tabs offen zu haben, wo dann irgendwie noch Facebook läuft oder sonst irgendwas oder vielleicht auch du WhatsApp auf dem Computer hast. Mach das alles aus. Du bist nur auf dem Online-Kurs drauf und lernst nur genau das, was da vorgegeben wird. Oder irgendwelche Recaps, da brauchst du nicht mal Internet für. Wenn du es auf deinem Rechner draufgeholt hast oder auf deinen Mobilgeräten, dann brauchst du überhaupt kein Internet dafür. Perfekt. Und dann sind diese Ablenkungen schon mal weg. Ja, Und und es gibt auch zum Beispiel, wer das braucht, es gibt auch so unterstützende Apps, die, ja. da sagt man so, die sperren das Handy für 60 Minuten und man kann damit nichts mehr machen. Auch wenn man es anfasst, es geht erstmal nicht mehr weg. Oder da gibt es auch solche lustigen Sachen. Lisa, meine Frau, hat das ab und zu an, da wächst dann so ein Baum. Ach Ja, ja, und wenn man vor der Zeit irgendwie nach rechts und links swipet, dann stirbt der Baum und so, stimmt. ist alles schön animiert. Also, da gibt es wirklich schöne Sachen und es ist wirklich so krass, was mit einem selbst passiert, wenn man sich nicht ablenken lässt Ja, und sich ja. wirklich auf eine Sache Ich mache das jetzt fokussiert. schon seit zwei Jahren, glaube ich. Und es ist Hammer. Also wie fokussiert ich bin und ja, also es ist auch, also ich nehme generell mehr Zeit für mich selber über den Tag und es bringt mir einfach so viel. Und auch für dich jetzt, wenn du sagst, okay, ich habe mir diesen Termin gesetzt, ich mache jetzt das, ich übe jetzt ein bisschen tanzen, dann ist das jetzt die Zeit, wo du nur für dich da bist. Du kannst ja den Rest des Tages für alle anderen auch da sein, aber du bist jetzt nur für dich da und es sollte dir wichtig sein, diese Zeit auch einzuhalten. Demnach halte sie ein und sei dir selber wichtig, denn sonst ist die Zeit weg und niemand kann dir deine Zeit zurückgeben. Zeit ist Richtig. nicht zurücknehmbar oder gebbar. Ja. Yes. Und da kommen wir auch schon zum quasi letzten großen Punkt. Das sind so zwei Punkte, die gehören aber irgendwie zusammen. Und zwar durchhalten, Kontinuität durchziehen, Schrägstrich, einem Plan folgen. Ne? Also Ja. es ist schon so, dass man ein Plan klingt immer vielleicht, gerade wenn man anfängt, so sich selbst zu strukturieren und selbst zu lernen und zu üben, klingt vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber ein Plan ist ja auch sowas wie, wie viel der Zeit möchte ich tanzen, wie viel der Zeit achte ich auf die Musik, wie viel der Zeit mache ich Pausen. Es muss jetzt nicht der Plan sein über 2 Monate hinweg, da mache ich Footwork, da mache ich Swingouts. Also das ist damit erstmal nicht Ja, gemeint. es gibt einen großen Plan, es gibt halt auch einen kleineren Plan oder ein Genau. Big Picture und eine kleinere
sozusagen Small Milestones. Ja. Ja, also der Plan wird mit dir selber wachsen. Hm. Je mehr du übst, je mehr du dich mit dir selber beschäftigst, desto besser wird wahrscheinlich auch dein Plan sein. Und es ist aber nur wichtig, wenn du halt keinen Plan oder kein Ziel hast, dann ist es natürlich auch schwer durchzuhalten. Genau, du solltest wissen, was dein Ziel überhaupt ist, deines Übens. Wenn du jetzt einfach mal sagst, okay, heute übe ich mal tanzen, dann... Okay, dann ich mache jetzt Solo-Jazz, ich mache Lindy Hop, ich mache ein bisschen Balboa und Shag. Ja, was denn? Welches Tanzen mache ich jetzt eigentlich? Und dann mache ich mal alles. So ein bisschen, mal gucken, was für Musik läuft, wenn ich jetzt mal auf random klicke. Das ist ja kein Plan. Das ist nicht Tanzen üben. Das ist, keine Ahnung, Social Dancen. Das ist Spaß haben. Das ist Spaß haben, ja. Oder? Also Spaß haben und üben ist ja nicht schlimm, widerspricht dir nicht, aber klar. Es ist keine Übungseinheit. Nein. Mach dir vorher bewusst, was übe ich jetzt? Also vielleicht zum Anfang 30 Minuten Solo-Jazz. Dann guckst du, was möchte ich für ein Solo-Jazz machen? Möchte ich eher slow oder fast? Möchte ich einen einzigen Move üben oder möchte ich Transitions üben zwischen verschiedenen Moves oder möchte ich meine Musikalität üben oder Kreativität oder was auch immer? Mach dir ein Thema fix und bleib dann für diese halbe Stunde da dran. Und dann zum Beispiel mach 5 Minuten Pause. Ich mache das manchmal so, dass ich dann einfach Musik ausmache, mir was zu trinken nehme, mich einfach ans Fenster stelle und einfach mal ganz starr oder ganz verschwommen sozusagen rausschaue und nichts fokussiere und einfach nur meinen Geist freilasse, weil ich war die ganze Zeit so fokussiert und das bringt mir so viel. Das ist so Hammer. Also die 5 Minuten Pause einfach mal rausstarren und nichts sehen eigentlich. Also es ist so schön. Und danach habe ich wieder so viel Power, da kann ich zurück direkt weitermachen. Das ist echt gut. Ja, und weil Boris jetzt hier eine halbe Stunde gesagt hat, natürlich kann man das auch in 10-Minuten-Einheiten machen in 15-Minuten-Einheiten. Das Wichtige dabei ist halt nur, ganz am Anfang, so in den ersten 2 Einheiten, die man jemals macht, da wird man auch schon so ein bisschen sehen, ob die Einheit zu lang war oder zu kurz war. Aber man schwingt sich da sehr schnell ein. Aber wenn man sich dann eingeschwingt hat und sagt, ich möchte jetzt 10 Minuten an meiner Musikalität üben, dann sollte man das auch durchhalten. Ja. Dann sollte man jetzt nicht sagen, okay, der Song hat mir nicht so gut gefallen, ich höre jetzt auf, sondern sagt, ja, okay, ich mache das jetzt 10 Minuten, weil dann kann man halt auch so einen Prozess bei sich so beobachten oder so eine Progression, eine Verbesserung oder eine Steigerung oder neue Schwierigkeiten tauchen auf. Und damit muss man dann auch leben. Also das heißt, plant das, was ihr machen wollt und zieht es dann einfach auch einmal durch. Definitiv, ja. Es sollte zur Routine werden und so positive Routinen, das ist einfach so, dass das menschliche Gehirn so auf wiederkehrende Sachen sehr, sehr gut reagiert. Und demnach macht es mega Sinn, dass du halt, erstmal üben ist ja so eine Sache, wo was immer wieder gemacht wird, wo dann auch Muscle Memory reinkommt, aber auch, dass du eben wirklich dir sagst, zum Beispiel, ich übe jetzt jeden zweiten Tag immer zwischen 16 und 17 Uhr. Das ist meine Zeit, wo ich jeden Tag mir festes plane und dann weiß dein Gehirn schon, jetzt kann ich mich schon wieder fit machen oder bereit machen, jetzt geht es gleich wieder ins Tanzen. Und dann wirst du es auch irgendwann, also spätestens nach 30 Tagen, wenn du es mal durchgehalten hast, so durchzuziehen, dann wird es auch zur Routine und dann wirst du auch merken, was ist heute? Irgendwas fehlt mir. Mein Tanzen. Ja, dann richtig. Wirst du auch automatisch tanzen wollen. Also nicht jetzt, dass du es vorher dir aufzwingst, du willst es ja auch üben, du machst es ja freiwillig, aber es ist so, du merkst dann schon, irgendwas fehlt. Ja, und bei diesem Intervalleplan oder Unterrichtplan und Themaplan ist es halt auch gut, da wird man irgendwann auch ein sehr gutes Gefühl für haben oder sehr, sehr schnell sogar ein Gefühl für haben, dass man sich auch in Anführungsstrichen ein konkretes Ziel setzt. Ja. So, wenn man sich so ein abstraktes Ziel setzt und sagt, ich will besser werden. Arbeite an meiner Musikalität, so dann tanzt man irgendwie 10 Minuten und dann denkt man so, okay, habe ich jetzt gemacht. Aber wenn man das vielleicht konkreter runterbrechen kann und sagen, ich möchte gerne auf den Rhythmus in diesem Song achten und da möchte ich meine Hände zu bewegen im Tanzen. So, und dann übt man das. Das heißt, Ziele sollten nicht zu abstrakt und auch zu krass sein. Also wenn man jetzt anfängt zu lernen und sagen, ey, ich möchte jetzt lernen und sage, jeden zweiten Tag tanze ich 3 Stunden. So, das ist erstmal, wenn man es noch nie gemacht hat, ich bezweifle, dass man das durchhält und dass es sinnvoll ist. So, das heißt, Pläne müssen natürlich zu einem selber passen, aber sollten dann auch konkret sein. Auch wenn ihr
Ich bin ja Lehrer, wenn man jetzt sagt, ich will fürs Abitur lernen und sagt, ich lerne Deutsch. So, das ist auch irgendwie kein Ziel. Ne? Was möchte man denn lernen? Möchte man sich mit Gedichten auseinandersetzen oder mit Romanen oder so? Da möchte man sich mit den Figuren auseinandersetzen oder nur der Sprache? Das heißt, man muss es schon konkreter sagen, weil das Schöne ist, je konkreter ein Ziel ist, desto eher kann man auch sagen, ob man es erreicht hat. Genau. Und das ist das Belohnende. Ja. Das ist dann das Schöne. So, das ey, sind ich habe das jetzt geschafft. Ich habe jetzt diesen Song die ganze Zeit den Rhythmus mit meinen Händen dargestellt. Ja. Geil. Yes. Geil. Ja, geschafft. Voll geil. Check. Haken dran. Ich bin richtig geil. So. Genau. Und das kann man auch wirklich machen. Auch wirklich sich selber feiern und die Ergebnisse und die das, was du erreicht hast, einfach feiern und ja, dich gut fühlen. Das ist erlaubt, ja. Und nicht gleich sagen, okay, ich muss zum nächsten jetzt und das auch noch und das, nein, du hast das erreicht. Wie geil ist das denn? High five für dich selbst, ja. Ja, guckt euch einfach mal so Bodybuilder oder Crossfitter an, wenn die ein Gewicht hochgehoben haben, wie die sich darüber feiern, dass das geklappt hat. Ja. Das ist wirklich, deren Ziel ist es, das Ding hochzuheben und die trainieren dafür und dann machen sie das und die pushen sich so hoch. Und die sind voller Endorphine. Also das, und genau so ist das halt auch, ne? Wenn man so ein Ziel erreicht hat, ne? Das sind so, kennen wir alle, so Meilensteine. Was weiß ich, man hat dafür gelernt und es hat gut geklappt oder man hat seinen Abschluss geschafft oder man ist das erste Mal 10 Kilometer gelaufen oder was weiß ich, was man gemacht hat. So, das oder man ist hat das erste Mal den Übungstermin ja, also wahrgenommen. Durchgehalten. Ja. Ja. Wie geil ist das denn? Ich hab eine Woche lang jeden zweiten Tag getanzt. Wie geil ist das denn? Ja. So, ne? Und du wirst auch ganz schnell merken, dass du, wenn du so strukturiert und fokussiert arbeitest, dass du, dann wirst du dich auch verbessern, garantiert. Da gibt es keinen so, oh naja, so, vielleicht habe ich jetzt das ein bisschen besser gemacht. Wenn du wirklich fokussiert dabei warst und wirklich konzentriert, dann hast du dich mit Sicherheit verbessert, auf weil sonst jeden. hast du irgendwas falsch gemacht. Und da ist nochmal zu sagen, was ich auch gut finde, diesen Satz, einer hat ja mal gesagt, Practice makes perfect, aber das stimmt jetzt nicht so ganz. Also Übung macht den Meister, heißt es jetzt auf Deutsch, und das ist natürlich nicht ganz richtig, sondern eigentlich heißt es, Practice makes permanent. So, also das, was du machst, was du immer und immer wiederholst, das machst du dann genau so, wie du es wiederholt hast. Aber das heißt nicht, dass es dich perfekt macht, weil wenn du jetzt was falsch lernst, macht es dich halt perfekt in dem Falschen sozusagen. Deswegen sei nochmal darauf bewusst, wie du etwas machst und sei und guck auch, deswegen die Kamera den Tipp mit der Kamera, nimm dich auf und guck, ob das auch wirklich so jetzt aussieht, wie du es wirklich haben möchtest. Weil wenn du es immer wieder fühlst und ja, geil, fühlt sich geil an und dann so, wenn du dich anschaust und denkst so, nee, so will ich aber eigentlich gar nicht aussehen, dann weißt du, dass du irgendwas ändern musst. Also so war es ganz persönlich bei mir, beim Swing-Out zum Beispiel, habe ich halt am Swing-Out gearbeitet und dann irgendwann so, oh ja, jetzt fühlt es sich richtig geil an, jetzt habe ich es endlich raus, habe ich mich aufgenommen, gecheckt und habe das dann auch verglichen mit einem Video, was ich so, wie ich aussehen wollte und wie ich das gelernt habe und dann plötzlich realisiere ich, dass ich bei dem Count Nummer 5, dass ich da einen riesigen Schritt irgendwo in die Weltgeschichte mache und denke ich mir, was zum Teufel, was mache ich denn da? Das ging halt gar nicht. Und dann habe ich es erstmal so gesehen und bemerkt. Und dann natürlich habe ich sofort auch gemerkt bei mir in meiner Bewegung, dass das irgendwie komisch ist. Aber vorher hat es sich richtig geil angefühlt. Und ja, und das ist halt, dieses Practice makes permanent und nicht perfect. Ja. Und da hast du jetzt auch schon quasi die zwei, drei Punkte angesprochen, die wir, sagen wir mal, jenseits des Trainings wichtig finden. Und das erste ist, dass man ehrlich zu sich selber sein muss. Ja. Also das ist manchmal sehr traurig und manchmal so ein bisschen beschämend, aber seid einfach ehrlich zu euch. Wenn ihr sagt, ich möchte 15 Minuten trainieren und ihr habt nur 12 Minuten trainiert, dann seid auch einfach ehrlich und sagt, scheiße, habe ich nicht eingehalten. Ja, oder? Oder auch, es ist okay. Ja, das ist okay. Aber ja, man soll ehrlich auf sein. Man darf dann nicht sagen so, ja, habe ich gemacht. Nee, weil genau. Das schleift sich das halt auch ein. Ja, richtig. Ne? Und auch sowas mit, was ist ich, sagen wir mal, ich möchte, keine Ahnung, ich möchte meinen Rockstep verbessern und ich übe den Rockstep und man selber merkt halt schon so, irgendwie hat sich da nicht wirklich was verändert und es fühlt sich auch immer noch komisch an.
Aber man darf dann nicht sagen so, ja, ich bin besser geworden, weil ich das jetzt gemacht habe, sondern immer ehrlich zu sich selber sein. Also hat sich das gut angefühlt? Habe ich das wirklich mein Ziel erreicht? So, und vielleicht muss ich dann mein Ziel ändern oder ich muss mein Training ändern oder so etwas. Also wirklich ehrlich zu oder sich selbst Übung sein. Ändern. Genau, ja, richtig. Ja, und dabei ist halt auch ganz wichtig, manchmal ist es nicht so, dass man das selber begutachten kann. Das heißt, immer der Tipp mit der Kamera, sich aufnehmen. Es ist wirklich, also die meisten, die so ein bisschen länger beim Lindy Hop dabei sind, haben sich schon mal selber gefilmt beim Tanzen. Und es ist teilweise einfach erschreckend. Ja, definitiv. Es ist diese Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, das Gefühl und das Aussehen, wie man es gerne hätte, ist meistens in vielen, vielen Bewegungen deutlich voneinander entfernt. Mhm. Und wenn man das macht und sich aufnimmt, dann ist man einfach, da soll man eigentlich ehrlich zu sich sein. Und dann zum Beispiel, wie du gesagt hast hier, der Schritt, der sieht überhaupt nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und dann sagt man, okay, dann ist das jetzt das, woran ich arbeite. Und da muss man aber ehrlich sein und nicht einfach sagen, ja gut, ich habe jetzt eine halbe Stunde trainiert, ich ändere das jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ne? Ja, und auch nochmal so ein anderes Aspekt, Ehrlichkeit und Ehrlichkeit, Thema, glaube ich, nur Ehrlichkeit. Wenn du jetzt mit einem Partner tanzt, dann ist es ja gerne mal so, dass es ja nicht deine Schuld war. Wessen auch immer, aber deine war es nicht. Es sind immer die anderen Schuld. Und das, die Sache ist halt, dass die Kamera halt eben nicht lügt. Ja. Und wenn die Kamera eben, also wenn jetzt zum Beispiel deine Partnerin, jetzt mal, weil wir jetzt zwei Typen sind und wir tanzen mit einer Partnerin, und wenn dann die Partnerin sagt, ja, du hast aber das und das gemacht, du sagst, nee, überhaupt nicht, das ist, also an mir lag das nicht, ich habe alles richtig gemacht und bla, dann guckt immer auf die Kamera und dann siehst du, ach so, na gut, vielleicht habe ich es doch gemacht. Du musst auf 8 anfangen, Philipp. Ja, das ich hab auf 8 ist mir auch gerade eingefallen. Willst du mal erzählen, was das zu sagen hatte eben? Ach so, ja, Lisa und ich haben auch für den Chim-Cham, wir haben von der Tanzschule sozusagen die einzelnen Parts der Chim-Chams aufgenommen, ein bisschen lustiger, damit man das auch nochmal lernen kann zu Hause, und da haben wir den ersten Teil aufgenommen und der beginnt ja auf der 8, führt der erste Schritt zu der 1 hin, und wir haben das aufgenommen und ich habe früher angefangen als Lisa, und Lisa meinte dann zu mir, dass es doch bitte auf der 8 anfangen sollte und ich nicht auf der 8 angefangen habe, und nun ja, dann haben wir das wieder zurückgespult und dann musste Lisa zugeben, ich habe auf der 8 angefangen. Ich glaube, das können wir, ich glaube, das Video, ich glaube, ich verlinke das auch einfach nochmal. Vielleicht magst du deine Frau vorher nochmal an. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig lustiges Video, und ja, genau dieses Thema, die Kamera lügt nicht, verdammte Scheiße. Kamera, gib mir recht jetzt. Ja, und da ist halt auch die Sache, ihr könnt auch Freunde fragen oder Trainer fragen, oder vielleicht habt ihr auch eine Online-Stunde bei jemandem. Und da ist mit dieser Ehrlichkeit zu sich selbst, wenn ihr jemanden fragt, guckt mal bitte drüber, und derjenige sagt euch, an der Stelle ist das nicht so ganz richtig, dann nehmt das auch an. Ja, definitiv. So, häufig ist ja sowas so, ja, was der oder die sagt, ist erstmal egal, aber seid einfach ehrlich, nehmt das erstmal an. Ihr könnt das ja erstmal angucken und dann vielleicht, nachdem ihr da mal geprobt habt, wie es vielleicht besser geht, könnt ihr ja immer noch entscheiden, dass das für euch persönlich nicht so richtig ist. Aber einfach ehrlich sein. Viele Fehler macht man einfach selber, ja, und will sie sich nicht eingestehen. Ne? So ist es. Und mal zwei Dinge möchte ich hier mal für unsere Podcast-Teilnehmer oder Zuhörer mal anbieten. Und zwar einerseits für diesen Trainingsplan. Also wir haben da, also ich nutze sozusagen auch einen Trainingsplan, der nennt sich Dance Practice Blueprint, glaube ich. Und das ist eigentlich sehr cool. Nutze ich übrigens auch. Ja, okay. Das heißt, da sind es halt in diese halbe Stunde eingeteilt. Halbe Stunde üben oder 25 Minuten üben, 5 Minuten Pause. Und das halt 3 Teile zum Üben. Das heißt, dann ungefähr hast du 1,5 Stunden üben. Kannst du natürlich das Ganze erweitern, wenn du möchtest. Aber dann hast du nochmal ganz klar, schreibst du dir vorher deine Ziele auf. Und dann arbeitest du eben eine halbe Stunde daran. Und ja, das kannst du als Zuhörer ganz easy bekommen, indem du dich anmeldest bei unseren Free Tips Newsletter sozusagen von Shorty und Charlie.
Das ist dann auch das gleich das Erste, was du bekommst. Da kannst du, den Link werden wir in die Shownotes packen. Und ja, das ist dann der erste Newsletter und wir geben halt dann monatlich ja, kostenlose Tanztipps raus. Falls du da mehr haben möchtest, bleib einfach dran. Ansonsten kannst du dich auch direkt wieder abmelden danach. Und die andere Sache ist, falls du zu Hause eben übst und da ja, irgendwie dich aufnimmst und da mal irgendwie Feedback haben möchtest, möchte ich anbieten, dass ich eine halbe Stunde sozusagen Privatstunde dir schenke. Schreib einfach bei mir bist du schön bei Facebook oder auf die E-Mail-Adresse und dann kommen wir in Kontakt. Und da kann ich gerne entweder live drauf schauen oder du schickst mir ein Video, wie auch immer. Yes. Genau. Und dann kommen wir jetzt schon zum letzten Aspekt dieser Ja. ganzen Lerneinheit und einer der wichtigsten und für viele von uns und auch für mich in gewissen Phasen das Schwierigste, Motivation finden. Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, also zu haben, bevor man anfängt, aber auch Und bevor man dabei irgendeine Sache bleiben. plant. Bitte? Ja, und dabei bleiben, ne? Ja, und dabei Also, bleiben. wir alle kennen das, ne? Neujahrsvorsätze, ne? Ja, nächstes Jahr mache Nee. ich mehr Sport. Oder man kennt das, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber gefühlt hat das jeder schon mal gemacht. Man meldet sich so beim Fitnessstudio an, geht da zwei, dreimal hin und Ja, dann zahlt genau. man den Rest des Jahres, zahlt man das, ne? Und dann geht man vielleicht so montags oder dienstags, wo man am Wochenende feiern war, nochmal hin, weil man da vielleicht viel getrunken oder viel gegessen hat. So, und Motivation finden. Sowas zu machen, ist halt wirklich schwer. Aber wenn man das zusammen mit einem guten Plan macht, mit guten Zielen, mit dem Progress, den man hat, oder die Entwicklung, das vielleicht auch dokumentieren, ne? Ja, Zum Beispiel, wenn man sich am Anfang seines Plans oder seiner Übungswelt mal aufnimmt und dann nach einem Monat und man sieht, vorher, was sich nachher. verbessert hat oder noch länger oder das immer wieder begleitet. Das ist so belohnend. Ja. Also das ist wirklich belohnend, ne? Ja. Das ist schon mal eine Motivationsmöglichkeit. Ja, und also ich glaube, die größte Motivation und auch abgesehen von irgendwelchen Vorsätzen, weil Vorsätze eben nichts bringen, ist, wenn du ein großes Warum hast. Du musst wissen, warum du das Ganze überhaupt machen möchtest. Und dann ist es eigentlich, wenn du keine Motivation hast, hast du kein gutes Warum. Wenn du ein geiles Warum hast, dann brauchst du dich nicht motivieren, weil du bist die ganze Zeit voll motiviert und du wartest nur darauf, heute Abend endlich wieder zu üben. Weil dann weißt du, ich möchte dieses Ziel erreichen und ich habe da voll Bock drauf. Und ja, also zum Beispiel, ich jetzt zum Beispiel mit der Challenge von Rhythm Juice denke ich, ja, geil, mache ich mit, wird cool. Da habe ich dann Bock drauf und deswegen bleibe ich da dran. Und so ist es bei mir auch schon mit anderen Projekten gewesen, wo ich dann irgendwie nach Lyon gefahren bin für ein, zwei Wochen und da was mit an einer Sache gearbeitet habe oder sonst irgendwelche anderen Sachen. Und ja, das ist, wenn du ein großes Warum hast, ein großes Ziel vor Augen hast und das dann auch irgendwann erreicht hast, dann ist es so geil. Und da brauchst du keine Motivationssprüche oder brauchst auch keine, dir mal überlegen, ja, okay, ich motiviere mich jetzt. Nein, du brauchst das alles nicht. Du weißt, warum du es machst und du weißt, ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt. Bumm, fertig. Und du hast gerade auch schon gesagt, so Challenge ist ein ganz guter Begriff. Wir sind ja alles irgendwie Menschen, ja, und wir sind halt einfach irgendwie schon so vergleichend, ne? Und eine Motivation könnte auch sein, dass man halt einfach mit anderen eine Challenge macht. Ja, Ne? stimmt. Zum Beispiel, wir wollen bis dahin die Choreo gelernt haben oder wir versuchen jetzt 2 Monate lang jeden zweiten Tag zu tanzen. Wer schafft es am längsten durchzuhalten oder wer schafft es am Ende durchzuhalten oder ich möchte zu schnellerer Musik tanzen. Zu welchem Tempo kann ich schon Genau. sicher tanzen? Ja. Das heißt, es ist ja, klingt ja immer so schlecht, dieser, wie heißt das, Wettkampfgedanke ist irgendwie so negativ besetzt. Ich würde das aber positiv nutzen, weil das ist was viele von uns einfach motiviert, dass man im Spaß gegeneinander antritt. Das klingt jetzt irgendwie total komisch, aber so ist es ja bei einer Challenge, ne? Ja, nee, nee, also unter Gleichgesinnten und unter demselben Aspekt, unter demselben Ziel Richtig. und nicht so, ja, wenn du das nicht erreichst, erreiche ich es, so, ich nehme dir das weg, so, das ist halt nicht, sondern Genau. wir haben dasselbe Ziel. Und ich finde auch, was halt richtig geil ist, ich merke es gerade bei einem anderen Aspekt in meinem Leben, wenn man einen Accountability Buddy hat, ist es so geil. Also zum Beispiel auch Cat Foley hat sich mal angeboten in einem Workshop, dass sie sagt, hey, wenn ihr Bock habt, irgendwie
zum Beispiel einen Creativity-Buddy zu haben. Ich bin jederzeit bereit, nur also kontaktiert mich einfach. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ich möchte irgendwie mal gucken, was ich für Footwork-Variationen noch selber kreieren kann, dass man sagt, hey, du, ob jetzt Leader oder Follower, völlig egal, komm, wir gucken mal, wir nehmen uns mal einen Song raus. Und wir machen da irgendwie mal Fußvariationen raus und wir gucken jetzt einfach mal nur 10 Sekunden diese Songs an und überlegen mal, was wir da machen können. Und dann kann man ja als Challenge machen, okay, wer am meisten Footwork-Variationen hat, der hat gewonnen oder was auch immer, Ja, genau, ja. richtig. Ja, Und ja. das ist doch geil, das macht Spaß. Und dann kann man sich dann irgendwie wöchentlich oder zweimal die Woche dann eben mal treffen und sagen, hey, wie sieht's aus? Was hast du geschafft? Guck mal, was ich hier draus habe. Und dann kann man sich eben die gegenseitig wieder beibringen und plötzlich hat man doppelt so viele oder also im besten Fall doppelt so viele. Und dann ist es ja richtig geil. Und dann kann man sich halt gegenseitig dann nochmal inspirieren und mal sagen, ach, jetzt hast du mir eher was mit den Armen gemacht, ich habe eher was mit den Füßen gemacht oder mit deinem ganzen Körper hast du was, ach, da habe ich noch gar nicht dran gedacht und so. Und ja. Und das, was du auch schon angesprochen hast, ist halt auch ganz wichtig, dass man so Austauschgruppen hat oder Austauschpersonen, dass man auch mal stolz sein kann und wem anders erzählen kann, was man erreicht hat, ne? Ja. Es gibt so viele Foren, Facebook-Gruppen oder was weiß ich, Posts, wo einer sagt, hier, das habe ich geschafft, so, oder ich brauche kurz mal eure Hilfe, hier komme ich nicht weiter, Ja, genau. oder ich bin total stolz auf mich, ich habe jetzt zwei Monate lang durchtrainiert Ja, und sowas. Das ja. heißt, man kann auch einfach mal stolz darüber sein, darüber zu reden. Ne? Definitiv. Also, und das ist halt ja auch so eine Art Challenge, Lerngruppen, Austauschgruppen bilden, da mal sagen, was hat man geschafft, was hat man auch nicht geschafft und so ein bisschen sich gegenseitig motivieren und so am Ball bleiben, Ja. bis es dann halt zu einer Routine wird und man sich selbst damit da drin so wiederfindet und da so auch selbst dranbleibt. Ne? Ja, und ganz großes Thema ist eben auch die Eigenverantwortung. Du bist selber dafür verantwortlich, dass du besser wirst. Du kannst es nicht jemand anderem aufdrücken und sagen, hier, du hast mich jetzt hier nicht gechallenged, also wurde ich auch nicht besser. Das ist scheiße, du Arsch, sondern du bist selber dafür verantwortlich. Und wenn du dein Warum kennst, dann brauchst du auch keinen Buddy sozusagen. Aber es ist halt, es macht mehr Spaß einfach, ja. Du kannst dich austauschen, du kannst dich gegenseitig motivieren und auch inspirieren. Und es macht einfach viel mehr Bock, wenn du gemeinsam an der Sache arbeitest und du weißt, du bist nicht alleine und es ist auch nicht nur dein Ziel und nur jetzt, wenn du besser wirst, dann hat auch kein anderer was davon, weil alle anderen irgendwie, keine Ahnung, du bist der Einzige, der richtig gearbeitet hat in der Corona-Zeit und dann merkst du, das kommt gar keiner mehr zurück auf die Partys. Ich bin der Einzige, der es tanzt, das ist auch scheiße. Ja, Aber richtig. also, wenn du mal mit einem, zumindest einem Buddy arbeitest, dann weißt du schon mal, wir sind zumindest zwei. Ja. Richtig. Und wenn du noch in einer größeren Gruppe was machst, also jetzt sei es deine ganze Home-Tanzszene oder nur so deine Oder eine eigene kleinere Tanzgruppe, Gruppe. Ja, bitte? genau. Eine kleinere Ja, Tanzgruppe. Tanzgruppe oder wo du halt Unterricht nimmst, die Gruppe oder sonst was, dann macht das auf jeden Fall mega Sinn, dass sich halt, ja, zu überlegen, ob entweder alle oder nur ein paar davon halt mitmachen möchten. Und ja, vielleicht kannst du auch andere dadurch inspirieren und bist du eben Richtig. sozusagen derjenige, der das Ganze antriggert und musst es ja nicht jetzt irgendwie die ganze Session führen, aber du kannst zumindest sagen, hey, wir haben das jetzt gemeinsam als Ziel und lass mal dann und dann treffen und entweder macht ihr was oder nicht, aber ich mache auf jeden Fall was und dann teile ich das mit euch und ihr guckt mal, was ihr gemacht habt oder ich gucke, was ihr gemacht habt und dann schauen wir, was wir uns austauschen können und da können wir nur Mehrwert erreichen und wenn man merkt, nach und nach sind die einen und die anderen eben sehen es nicht so ernst, haben kein Warum oder ein kleineres Warum. Und dann nach und nach steigen welche aus, ist völlig okay. Seid nicht böse. Ihr habt dann Richtig. noch die richtig Bock haben und das ist richtig geil. Ja, und das ist, wir haben jetzt häufiger gesagt, dass man besser wird. Also wir meinen das jetzt besser, dass man sich besser fühlt dabei, dass man mehr Spaß hat, dass man mehr Selbstbewusstsein bekommt. Vielleicht doch, dass eine Figur, die man tanzen möchte, wirklich funktioniert. Mit besser meinen wir jetzt nicht Nein, Wettkampfwertungsbesser nein, oder so nein, etwas. ja, Ne? Also genau. das. Gut, dass ihr da nicht dran denkt oder so. Nicht, dass wir da jetzt gleich Kommentare bekommen, so, wir sind hier der kompetitive Block oder Ja, so. genau. Es geht darum, dass wenn man an sich selber arbeiten möchte, wenn man sich wohler fühlen möchte und so weiter, dann ist es halt sinnvoll, an sich zu arbeiten oder sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und beim Swing-Tanzen ist es nun mal, dass es halt doch irgendwie sportiv ist und da man auch üben kann. Und das meinten wir mit besser. Genau. Und was du auch gesagt hast, dass wenn dann einige aussteigen aus der Gruppe, die man vorher zusammengeführt hat, es ist überhaupt nichts Schlimmes, weil
Man muss ja auch so ein bisschen so Gruppen finden, dass man so zusammenpasst. Richtig, ja. Und das kann man halt auf persönlicher Ebene, das kann man auf sportlicher Ebene, das kann man auf Ausdauerebene, das kann man auf der Warum-Ebene, das kann man auf der Zielebene. Also ja. dieser Flow an Gruppen, das ist ganz normal. Das ja. wechselt sich ständig. Und nochmal eine Sache, die ich auch nochmal sagen wollte, ist, dass mit dem Verbessern oder besser werden generell, jetzt gerade auch im Swing-Tanzen, es gibt eben nicht nur die praktische Seite, sondern es gibt auch zum Glück eine theoretische Seite. Das heißt, auch allein, wenn du dich jetzt hinsetzt oder, ja, oder hinlegst, keine Ahnung, und Musik hörst, dann ist es auch schon eine Art, dich zu verbessern. Aber auch dann, nur dann, wenn du wirklich zuhörst und vielleicht sogar noch analysierst, dann kannst du dich auch sozusagen theoretisch verbessern oder passiv verbessern, indem du halt nicht wirklich die ganze Zeit tanzt und machst und tust, sondern auch, also zum Beispiel, wenn man eine Choreografie erstellt, macht es mega Sinn, bevor man überhaupt anfängt zu tanzen, sich die Struktur des Songs zu analysieren und aufzuschreiben, dass man überhaupt mal weiß, was ist was überhaupt da passiert. Song? Ja, was passiert da überhaupt? Wie lange ist der? Wann kommt ein Break? Wann ist eine Änderung im Song? Allein das schon. Und dann kann man dann mal gucken, okay, was passiert in jedem Achter? Wie lang ist das? Ist es eine Swing-Struktur oder Blues-Struktur oder was auch immer? Und das ist, dann lernst du schon so viel alleine dadurch, dass du einen Song analysierst. Und, oder sich damit überhaupt beschäftigt. Ja, ne? Analysieren klingt ja immer vielleicht so abschreckend. Ne? Ja, okay. Dass man den ja. Fokus darauf legt und ja, sich genau. damit beschäftigt und sich den durchdringt. Ja. Und das ist ja quasi analysieren. Aber analysieren klingt ja immer so, okay. so negativ. Ja, wir haben da noch einen Talk, den wir auch sehr empfehlen können mit Evita Arce und ihrem Mann Simon. Die haben unter Syncopated City ein Video auch gemacht, also auch ein Videoblog sozusagen, wo sie auch eben über die Möglichkeiten sprechen, wie du lernen kannst, wie du lernen kannst, aber auch eben nicht nur Richtung Tänzer, sondern auch Richtung Musiker. Finde ich auch sehr interessant, haben sie sehr gut aufgebaut. Und den kannst du auch dir immer noch anhören und ansehen. Der dauert eine Stunde und den werden wir verlinken. Ja. Boris, ich habe noch eine Frage für dich. What? Eine Überraschungsfrage. Überraschung. Könnte das sein? Ja. Pass auf, es kommt jemand zu dir und in Unterricht und du sagst halt genau das hier mit Üben und das wäre total toll und so. Und der sagt so, ja, aber ich habe keine Zeit dafür. Hm. So, was würdest du denn da so empfehlen oder welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Also meine innere Antwort, die sofort losballert, ist, das ist eine Lüge. Aber das würde ich natürlich niemals sagen. Ja, ist so. Ja. Also keine Zeit zu haben für etwas, was dir eigentlich am Herzen liegt, das kann nur eine Lüge sein, weil du hast immer Zeit. Zeit haben wir alle und zwar alle genauso viel. Und es gibt nicht keine Zeit haben. Es gibt nur andere Prioritäten haben. Wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, dann müsste es eigentlich heißen, er hat keine Zeit dafür. Oder noch besser, ich nehme mir keine Zeit dafür. Das wäre das politisch Korrekte alles, aber natürlich würde ich jetzt so sagen, okay, also ich habe keine Zeit dafür, ist erstmal die Frage, warum machst du das oder warum möchtest du das überhaupt machen? Dann ist die Frage halt, wenn du dein Warum kennst, dann wirst du auch Zeit finden, wenn dein Warum groß genug ist, dann so rum. Also wenn du dein Warum kennst, ist erstmal gut, aber wenn du merkst, mein Warum ist auch groß, also mir ist es wirklich wichtig, dass ich mich da entwickle und verbessere, dann wirst du auch Zeit finden und allein fürs Training, also allein nur mal sich auch nochmal theoretisch sozusagen dran zu setzen und sagen, hey, ich analysiere jetzt mal ein Stück Musik. Muss ja nicht ein ganzer Song sein. Dann reichen auch schon 10 Minuten am Tag. Why not? Ja. Oder auch einmal nur 10 Minuten in der Woche. Ist schon besser als gar nichts. Und dann hast du schon Zeit gefunden. Und du kannst es dir einteilen, du kannst es machen, während du auf der Toilette sitzt. Du kannst es machen, wenn du in der Bahn sitzt. Es gibt überall Zeit. Ja? Es ist nur die Frage, willst du es wirklich machen und bist du dann auch fokussiert dabei? Und das ist eben nur dann der Fall, wenn du ein großes Warum hast. Ja, aber die Frage ist, ob ich das auch genauso antworten würde, aber das ist halt die Wahrheit sozusagen. Ja, es ist so. Die Frage nach dem Warum, also das Ziel oder
Ja, es ist ja quasi das Ziel, ne? Warum macht man das? Ja. Das ist einfach so wichtig. So eine kleine Anekdote so aus meinem Lehrerberuf. Ich unterrichte ja auch Oberstufe, das ist halt bei uns in Niedersachsen, ist das da, wo man dann zum Abitur führt und dann müssen die auch irgendwann für die Abiturprüfung lernen und dann sagen auch Schüler immer so, hey, ich habe da keine Zeit für, ne? So, ich kann nicht lernen dafür. Und dann sage ich immer, pass mal auf, ihr alle habt freiwillig euren Führerschein gemacht, eure Führerscheinprüfung, seid mindestens einmal die Woche für 6 Monate lang zur Fahrschule gelaufen, habt zusätzlich in eurer Freizeit Fahrstunden genommen und habt dafür noch Tausende an Euro bezahlt, so. Nee, die So, Eltern. genau, oder die Eltern, ja, und das für einen Lappen, der euch erlaubt, von A nach B mit dem Auto zu fahren, ne? Und quasi das Abitur, also diese Abschlussprüfung, die bestimmt wahrscheinlich mehr in eurem Leben als halt dieser Führerschein, Ja, ja. Und stimmt. das ist halt das Warum, ne? Man weiß ganz genau, warum man das macht. Ich möchte mit dem Auto von A nach B fahren oder mit dem Motorrad von A nach B fahren. So, das Ja. ist mein Ziel, das ist mein Warum. Ja. Und dafür gebe ich Geld aus, dafür opfere ich Freizeit, dafür stehe ich früh auf, fahre nachts die Nachtstunden oder sonst was. Aber für sowas, so eine Prüfung, ne? Ja, Und deswegen, irgendwas, was mein Leben beeinflusst. Ach ja, nee, lass mal sein. je schöner das Warum, je größer das Warum und je konkreter das Warum vielleicht ist, desto eher nimmt man sich da, wie du gesagt hast, nimmt man sich die Zeit dafür. Ja, Ne, genau. das ist halt. Ja, wo ist noch mal schön philosophisch heute. Super. Oh Gott, oh Gott. Also mir hat diese Episode sehr gut gefallen, finde ich. Also wir haben eigentlich geplant, nur so ein bisschen über Tanzen zu Hause oder zu Hause üben Stimmt. zu sprechen, aber es wurde schon ein bisschen mehr, habe ich den Ja, Eindruck. wir haben uns jetzt mehr als eine Stunde Zeit dafür genommen Ja, und haben uns auf uns fokussiert. das war uns Deswegen, auch ich sehr finde ja, diese wichtig. Podcasts sind ja auch so ein bisschen so ein kleines bisschen Selbsttherapie für uns beide, ne? Ja. So, wir nehmen uns die Zeit und reden darüber und hoffen, wir konnten dich ein bisschen mitnehmen in Ja, das unsere hoffen wir sehr. hoffentlich nicht ganz so wirre Gedankenwelt. Wir hoffen immer wieder Anregungen zu finden, die dann neue Anregungen konstruieren. Uiuiui. Uiuiui. Heute sind wir ein bisschen tiefgreifender geworden, ne? Ja, aber das ist dann Ja. immer, das Schöne ist dann immer, wenn es dann so ausklingt, dann ist es gleich noch befreiender. So. Dann ist es, ah, dann ist dieser, das ist so wie die Endorphine kommen dann jetzt danach. Nachdem ihr den Podcast ausgeschaltet habt, dann werdet ihr merken, ach ja, die Welt Ach ist ja. schön. Ach, die beiden wieder mit ihren Ideen. Ja, die zwei Spinner aus Hannover unterm Genau. Schwanz und so. Ja, also wenn es dir gefallen hat, lass gerne irgendwie ein Like da, hörst dir ganz an, teil uns oder sonst was, weißt ja Nein, nicht uns Bescheid. teilen. Achso, ja, den Podcast. Ja, okay. Den Podcast Ach teilen. Gott, ich habe schon mit der Guillotine jetzt Nein, irgendwie. nein, nein. Was? Okay. Was bist du mit dir? Ist dir Naja, Kopf frei teile oder was? uns. Ich meine, du bist doch der auf die Mittelalter gesagt Ach Geschichten ja, steht. stimmt. ja, und wir hoffen, du bist wieder das nächste Mal dabei. Wenn du das erste Mal eingeschaltet hast, wir haben schon, das ist jetzt der Podcast Nummer 21, wir haben ja schon wieder vergessen, ein Jubiläum zu Ja, feiern. genau. Letztes Mal. Wir haben ein paar, die sind dann irgendwo da, was ist nicht, in so einer Playlist davor oder dahinter, kannst du ja schauen. Yes. Und ja, Wir sind hat Spaß gemacht, sozusagen Boris. amerikanisch gesehen, sind wir jetzt volljährig mit Oh ja. 21. Das freut uns sehr. Und jetzt können wir uns langsam auch zumindest mal ein bisschen erwachsener nennen. Daniel, können wir mal fragen, was der dazu sagt. Aber wir sind zumindest schon ein bisschen weiter jetzt in unserer Entwicklung als Podcaster. Ja, und schau die Shownotes an. Wir versuchen da immer ganz interessante Sachen zu machen, alles, was wir gesagt haben, da irgendwie zu untermauern, Links zur Verfügung zu stellen. Vielleicht auch, wenn du den Podcast nur den Anfang hören möchtest, dann guck in die Shownotes, klick da ein bisschen Ja, dran auf jeden rum. Fall. Ganz viel Spaß. Ja. Cool, okay. Dann was bleibt uns noch zu sagen? Eigentlich nichts weiter so. Eigentlich nichts weiter, außer das typische Ende unseres Podcasts, Ja, das wollten Boris. wir nochmal, auf jeden Fall nochmal sagen, nicht? Wir haben es ja schon fast perfektioniert, digital ohne Delay gleichzeitig zu sein. Ja, mal gucken, wie es auch dieses Mal funktioniert. Wir wünschen dir auf jeden Fall einen schönen Tag und sagen und Und three. Freeze! Man, look out, man. That's a killer. Yeah, man, that's a killer, oh, wasn't just it? Play that again, man. Got to do it.